Ja, hallo zusammen, da bin ich mit einer weiteren Folge Tell Me Why. Und ja, ich habe so ein bisschen in den Büchern geblättert. Ich bin mir nicht sicher, echt nicht. Hallo? Wait. So. Ich glaube, der Biber hat geholfen. Also das war diese Reparaturgeschichte, die ich ihm vorgelesen habe. Also, ich weiß es nicht. Bär, Prinzessin und Elch, würde ich sagen. Aber Bär, ich weiß es echt gerade nicht. They hugged the Prinzessin princess when she was crying. und Elch. Or not. Okay, was war denn hier? Ich weiß es echt gerade nicht. Wait. Sie gibt aber auch keinen Tipp diesmal, ne? Wir sollen herausfinden, bei wem die Kobolde was Gutes gemacht haben. Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich denke auch mal, die sind jetzt nur, sind nur optional. Das ist, glaube ich, nichts, was man machen muss. Aber ich würde schon ganz gerne. Ist doch echt komisch. Ich weiß es Crafty nicht. goblins, good deeds. Of course. The goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Actually, I'm not sure. Okay, also He ich broke würde open the sagen, beehive for the bear. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Dorn stecken lassen, habe ich nicht gelesen. Bienenstock in Ruhe lassen. Nicht verraten. Wait. They helped fix the beaver dam. Richtig. Das haben sie auf jeden Fall. Or not. Doch, sie They haben. hugged the princess when she was crying. Or not. He broke open the beehive for the bear. Ich weiß es gerade echt nicht, Freunde. Ich weiß es gerade echt nicht, wie das zu lösen ist. Wieso? Nicht umarmen. Nicht kratzen. Was ist denn mit ihm hier oben? Actually, I'm not sure. Ich weiß es gerade wirklich nicht, Freunde.
Kann ich nochmal weg, bitte? The crafty goblins' good deeds. Of course. The goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Okay, lass uns mal gucken. Also nach den Pelikanen, also nachdem irgendwas für der Pelikanendame und hilft ihren Freunden, irgendwas, verzeiht den Kobolden. Mal gucken. Nee, das ist helfen. Okay, ich glaube, das ist die Story, genau. Die Pelikandame verzeiht den Kobolden. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Haus zwei listige Kobolde, die in einer Höhle unter einem großen Holzhaus lebten. Und in diesem lebte eine kluge Prinzessin, die ihnen so viel zu essen gab wie möglich, aber trotzdem hatten sie nie genug. So kam es, dass die Kobolde immer neuen Hunger hatten. Eines Tages suchten sie gerade nach etwas Essbarem, als die fromme Pelikandame auf einem Fels landete und aus ihrem Wartet mal. Keine Ahnung, sind wir schon bei 20 Minuten? Unfassbar, kann doch nicht sein, oder? Naja, wir werden sehen. Wir machen das Rätsel auf jeden Fall noch. Eines Tages suchten sie gerade nach etwas Essbarem, als die fromme Pelikandame auf einem Fels landete und aus ihrem Schnabel ein reiches Buffet holte. Wie die Kobolde wussten, war ihr Schnabel ein magischer Schnabel, der nie leer wurde. Da waren riesige Krabben, bläuliche Garnelen, rosafarbene Kammmuscheln, bräunliche Venusmuscheln, die lilafarbene stachelige Seeigel und sogar eine stachelige rote Seegurke. Immer mehr Köstlichkeiten kamen zum Vorschein. Die Kobolde sahen zu, wie die Pelikandame eine Muschel verspeiste und sich dann schlafen legte. Ob sie etwas dagegen hätte, wenn wir uns ein wenig davon nehmen, fragte der Kobold. Ihr Schnabel wird doch nie leer. Ein paar Krabben wird sie wohl kaum vermissen, sagte die Koboldin und leckte sich über ihre Lippen. Sie waren sich also einig und schlichen hinüber, nahmen ein paar Krabben und liefen davon. Die Kobolde schlangen die Krabben herunter, aber als sie fertig waren, hatten sie noch immer Hunger. Ein paar Garnelen wird sie wohl kaum vermissen, sagten sich die Kobolde. Sie schlangen auch die Garnelen hinunter, aber als sie fertig waren, hatten sie immer noch Hunger. »Wie wäre es mit ein paar Kammmuscheln?«, fragte einer der Kobolde da. Die Kobolde schlangen also die Kammmuscheln hinunter, aber als sie fertig waren, hatten sie immer noch Hunger. Verfressenes Pack. Also holten sie noch ein paar Venusmuscheln, dann ein paar Seeigel und schließlich noch die Seegurke. Endlich waren sie satt, aber sie hatten noch alles verschlungen. Da wachte die Pelikandame auf und fragte, »Was ist mit meinem Essen passiert?« Die Kobolde konnten sie nicht anlügen und gestanden jeden Diebstahl. Die Pelikandame war entsetzt, aber sie hatte ein großes Herz und sah ein, dass die listigen Kobolde noch jung waren und viel essen mussten. »Kobolde«, sagte die fromme Pelikandame, »ich teile mein Essen gern mit euch, aber als Gegenleistung müsst ihr meinem Beispiel folgen und auch bereit sein, anderen etwas zu geben. Wenn ihr euch das zu Herzen nehmt, erlasse ich euch eure Schuld. Aber wir haben noch gar nichts zu geben«, erwiderten die Kobolde. »Ihr habt flinke Hände und gute Herzen«, sagte die Pelikandame. Da verstanden die listigen Kobolde, dass sie tatsächlich viel zu geben hatten, und sie verbrachten den restlichen Tag damit, den anderen Waldbewohnern zu helfen. Sie fanden den stattlichen Elch, dem es an einer Stelle am Rücken juckte, also ja, die er schlecht erreichen konnte. Also kletterten sie an ihm hoch und kratzten ihn. Als nächstes halfen sie dem alten Bären, Huhn, der Bär ist der Nächste. Sie kletterten auf den Baum und den Bienenstock und ließen ihn fallen, alles klar, sodass er aufbrach. Und schließlich trafen sie die Prinzessin, die wegen etwas weinte, worüber sie gar nicht reden wollte. Also umarmten sie sie. Als sie fertig waren, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Lösung schon hatten. Also, Bienenstock in Ruhe. Nee. Actually, I'm not sure. Stockruhen fallen. We broke open the beehive for the bear. Sie haben dem Elch geholfen. Wo ist jetzt das? Sie haben gekratzt. Und sie haben
die Prinzessin umarmt. So, und jetzt? Wie geht's denn? Das kann doch nicht sein. Das ist doch das Rätsels Lösung. Oder ändert sich da irgendwas? Also, Freunde. Crafty Goblins, good deeds. Of course. The goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Sie haben sie umarmt, sie haben den gekratzt. Den Dorn entfernt haben sie nicht. Gefüttert haben sie nicht. Maybe not. Aha. Da. Nailed it. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. Lesen wir mal. Das Pelican Crossing ist eine hochwertige Geschenkboutique nahe der O'Shear Gletschers, die sich sowohl an Touristen des Gastineau-Kanals als auch an die Einwohner von Delos Crossing richtet. Unser hochqualitatives Produktsortiment umfasst Accessoires für das eigene Zuhause, handgemachte Andenken, personalisierte Bekleidung und lokal hergestellte Kunst. Das Pelican Crossing wird als erstes Geschäft zwischen der lebhaften Kunst- und Handarbeitsszene und den Endkunden vermitteln. Neben einer großen Auswahl an handgefertigten Produkten werden Kunden sich an die freundlichen und kompetenten Kundenservice von Tessa Veggie, Mitinhaberin des Veggie-Lands und der Nachwuchskünstlerin dieser Businessplan ist darauf ausgelegt, Finanzmittel in Höhe von 20.000 US-Dollar für den Kauf von Lagerbeständen und zur Deckung der Ausgaben und ihren ersten Betriebsjahr zu erhalten. Im ersten Jahr soll die Gewinnschwelle erreicht werden und für das zweite Jahr ist ein moderater Gewinn geplant. Ich arbeite an der Zusammenarbeit an der Zusammenfassung unseres Businessplans. Was hältst du davon, Tessa? Okay. Gut, das hätten wir auch geklärt. Es scheint immer mehr Informationen zu geben. Da haben wir das nächste. Ach, du ahnst es nicht. Halt. Gut, ihr Lieben, ich glaube, ich habe die 20 Minuten schon locker überschritten. Wir schauen uns das beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und dafür, dass ich nicht so gut im Rätsel bin, dass ihr das ertragt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.